Alright, 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 Leute. Willkommen zurück zu Photoshop Palace. Mein Name ist Dan und diesmal haben wir wieder die wunderschöne Idee von Simon Schepp. Mach mal bitte Angela Merkel als japanisches Schulmädchen. Angela Merkel ist ja ein Stammgast bei mir im Photoshop Palace. Die habe ich schon recht häufig gemacht. Als japanisches Schulmädchen noch nicht. Ich fand die Idee super. Und auf dieser Idee habe ich auch noch etwas aufgebaut. Wir machen die nicht nur als japanisches Schulmädchen, wir machen die auch in einer japanischen J-Pop-Band. Da stellt man sich natürlich die Frage, welche J-Pop-Band nehmen wir? Es gibt so viele von denen. Manche beliebter, manche bekannter, manche abgedrehter. Da gibt schon eine Fülle von und ich denke mal, ich habe eine wunderschöne Idee. Obwohl, wenn ich so nachdenke, wird das nicht so wunderschön. Oh, das ist jetzt so goldig. Oh, das ist jetzt schon so behindert. Das ist so scheiße. Aber der Blick, diese ganze Visage von Merkel passt einfach perfekt, als ob die gerade. Oh, ich bin die Frontsängerin, die ist perfekt gefunden. Oh, ich habe ja schon viel Scheiße gebaut, aber das wird. Das toppt es aktuell. Das Kawaii, oder? Das ist die perfekte Definition von Kawaii. Allein schon die rechte Pose, die haut alles weg. Der Gesichtsausdruck, die Pose ist perfekt. Die hier in der Mitte, das ist ein Metal-Sänger. Ohne Scheiß, Merkel sollte eine Metal-Sängerin werden. Das passt einfach so super. Meine Augen, look, guckt euch diese Figur an. That fucking ass. Und falls ihr euch gerade wundert, was hat das mit Japan zu tun? Der Typ ist in einer japanischen Band. Ja, ich weiß. Das muss man auch erstmal sacken lassen. Oder japanischen Gruppe, das ist ja weniger eine Band, das ist eine Gruppe. Könntest du euch wahrscheinlich schon denken, aber ja, Putin wird das. Ich finde das so perfekt. Das sieht so perfekt aus. Wenn man nicht weiß, dass es Merkel ist, hätte man jetzt gesagt, das ist irgendein Metal-Band aus Amerika oder so. Naja, fast. Bis auf das Ganze drumherum. Aber diese Visage, das sieht schon nach Death Metal aus. Death Merkel oder so. Meine Augen. Oh, dieser Typ, ey. Dieser Typ ist einfach nur. Ja, ich weiß auch nicht. Ich wollte erstmal spiegeln wegen dem Schatteneffekt, aber es ist super. Es ist super. Diese Beine. Ich würde das so gerne so lassen. Ey. Ich würde das so gerne so lassen. Das ist so geil. Baby Merkel ist fertig. Mit Abstand ist das, glaube ich, die bescheuertste Idee, die ich hatte. Aber auch irgendwie die geilste, die ich mit Merkel je gemacht habe. Schäuble und Putin sind quasi als extra. Eigentlich hatte ich erst vor, die drei zu machen, aber dann war ich schneller fertig als gedacht. Und dann dachte ich mir, ja, da muss noch irgendwas rein, irgendwas Bärtiges. Der Typ ist so bärtig. Look at this, dude.
Oh, ich bin da super. Welchen Namen würdet ihr dieser Band geben? Baby Merkel oder Merkel Metal? Schreibt es mir runter in die Kommentare und klickt hier oben rechts auf das i. Dort findet ihr weitere YouTube-Videos über Photoshop und, YouTube-Videos findet ihr sowieso. Photoshop-Videos mit Merkel und anderen YouTubern. Schaltet da vorbei, hinterlasst einen Daumen hoch und gebt mir Flosse. Flop.